Hallo, hallo Freunde chinesischer Audiokunst. Ich habe heute mal wieder einen Bluetooth-Lautsprecher für euch. Ich hatte ja schon lange keinen mehr gehabt. Das ist einer von Ely Giant. Und heißt i30. Wurde mir von einem Amazon-Händler gestellt. Den Link findet ihr unten wie immer in der Videobeschreibung. Kostet 52 Euro, also mittlerer Preisbereich. Und wir gucken mal, was das Teil so drauf hat. 20 Watt Aux-In, also 3,5 mm Klinke. 2600 mAh, Lichteffekte. Crystal Wireless Speaker, made in China, wie erwähnt. Was ist denn das? Bluetooth, Lautsprecher und so weiter. So, neben den Lautsprecher bekommen wir außerdem noch ein Kabel. Klinke, Klinke, Micro-USB auf USB-A, Werbung, Gebrauchsanweisung. Unter anderem nicht nur User Guide in Englisch, sondern auch in Deutsch. Okay, also nicht nur das, auch noch in allen möglichen anderen Sprachen, die wir mit Sicherheit aber nicht beherrschen. Okay. Bluetooth 4.2 im Übrigen wird hier unterstützt. Nice, nice. Unterseite, da haben wir hier sogar geschützt zwei Gummifüße, also geschützt hier durch Folie, die müssen wir abmachen, weil sonst ist es, okay, jetzt ist das Ding gebrochen. Also, jetzt muss ich das so abwummeln, weil die Lasche gerade abgebrochen ist. Ich lasse jetzt aber mal dran, weil das fängt ja sonst Schmutz. Aber darauf achten, das zu entfernen, sonst haben die Gummifüße nämlich genau den gegenteiligen Effekt. Wickig, wickig, wickig. Okay, hier steht noch ein bisschen Blabla, made in China, das hatten wir alles schon gehabt. Hier, das ist ein transparentes Gehäuse, was ziemlich nice aussieht. Da sehen wir auch so ein bisschen Bassloch-Action. Zwei Lautsprecher sind verbaut, können wir uns auch angucken. Ja, da können wir uns ein bisschen die Verarbeitungsqualität reinziehen. Das ist, das Gehäuse selber ist, ja, natürlich aus Acrylglas, woraus sonst. Aluminium Unibody wäre hier zumindest in der durchsichtigen Variante nicht möglich gewesen. Hier noch ein kleines Logo. Gut gemachtes Logo, also nicht nur aufgedruckt, sondern auch das hier, was sich farblich ja so ein bisschen absetzt, also der Sockel, könnte man sagen, ist ebenfalls aus Plastik. Also das gesamte Gehäuse ist aus Plastik. Auch die Tasten sind aus Plastik. Auch ich bin aus Plastik. Der Tisch ist aus Plastik und das Mikrofon und meine Lampen. Hier vorne das ebenfalls, das erinnert mich irgendwie so an so Lüftungsdinger, die so im Keller an der Wand Dinger. Wie dem auch sei. Da haben wir hier den Power On-Taster, da haben wir auf der Rückseite laut, leise, M hier für Modus, damit können wir nämlich die Beleuchtung durchschalten. Ja, deshalb ist das Teil hier nämlich transparent und deshalb wollte ich es mir überhaupt auch anschauen, denn es hat einen Beleuchtungseffekt, den schauen wir uns natürlich noch näher an, ist ja klar. Und das Ganze läuft hier natürlich sowieso auf Akku. Hier Bassloch, Bassloch. Plus, Minus ist auch gleichzeitig Titel durchschalten. Kurz gedrückt halten ist nämlich dann laut oder eben leise, je nachdem wir für Plus oder Minus betätigen. Lang gedrückt halten, Titel durchschalten, natürlich nur, wenn wir über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden sind. Das würde nicht funktionieren, wenn wir hier den AUX-Eingang verwenden, also über ein Klinkekabel. Da ist ja eins dabei. Tada! Seht ihr, 3,5 mm, das passt dann sozusagen auch in euer Smartphone, zumindest solange es kein iPhone ist. Oder, was weiß ich, in ein Notebook zum Beispiel. Notebooks haben ja auch nicht zwangsläufig Bluetooth an Bord. Und das ist ja für den Strom. Da ist jetzt zwar nur das Kabel dabei, das heißt, entweder ihr ladet die Box am Notebook, am Computer oder an einem entsprechenden Ladegerät vom Smartphone oder Tablet oder so. Das hier habe ich jetzt in der Gebrauchsanweisung erstmal nachlesen müssen, ist wohl, um die Box neu zu starten. Ich weiß nicht, ob die abstürzen kann. Mehr gibt es hier eigentlich nicht groß zu entdecken. Ja, wunderbar. Machen wir sie mal an. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein entsprechendes Wiedergabegerät. Smartphone. Wir verbinden uns natürlich per Bluetooth. Das habe ich natürlich auch schon gemacht. Das heißt, Bluetooth erstmal aktivieren. Aktiviert. So, da ich auch schon gepairt habe, dürfte das jetzt automatisch gehen. Ansonsten müssen wir in Einstellungen und dann in Bluetooth. Und im Großen und Ganzen ist es hier echt einfach, weil die Box wird direkt nur verfügbar angezeigt und da muss man eigentlich nichts groß machen, außer das halt anzutippen. Dann pairt sich das Ganze. Und dann jedes Mal, wenn ihr sozusagen die Box startet oder euer Handy das Bluetooth einschaltet, also wenn beide Geräte eingeschaltet, die koppeln sich dann wieder automatisch oder verbinden sich automatisch. Ja, wenn wir über Bluetooth verbunden sind, dann können wir eigentlich auch schon den Beat starten. Ja, dann gibt er das halt wieder, nicht wahr? Easy! So, hier sieht man erstmal gar nichts mehr. Und jetzt kann ich, wie erwähnt, erstmal leiser machen. Ich höre mich ja selber nicht mehr. Jetzt kann ich hier die verschiedenen Beleuchtungen durchschalten. Was natürlich ziemlich obernice ist. Rot, grün, blau. Rot, grün, blau. Rot, okay. Und wenn ich nun die Lautstärke an der Box hier variiere, seht ihr auch am Smartphone, geht ihr dann hoch und runter, habe ich sozusagen ein kleines optisches Feedback. Das ist doch wunderbar. Jetzt ist es auf Maximum. Also man kann hier schon ziemlich hoch leiern und man kann definitiv auch hier ein bisschen mehr beschallen.
Also ich habe es immer ein bisschen verglichen mit meiner JBL Charge, Charge 2. Und ich muss sagen, da kann die echt erstaunlich gut mithalten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die mit 52 Euro ungefähr die Hälfte kostet, was so eine Markenbox in der Regel kostet. Und da bin ich mit dem Ergebnis schon ziemlich zufrieden. Die ist allerdings ein bisschen größer, sieht aber dafür ziemlich geil aus, muss man sagen. Ja, wasserdicht wird die hier mit Sicherheit nicht sein, im Gegensatz zur Charge 2, aber kostet halt wenig und man kann eben im Gegensatz zum Beispiel zu diesen kleinen Boxen, die ich auch mal so gerne benutze, kann man hier auf jeden Fall auch mal einen größeren Raum mit beschallen. Also man kann ja schon ziemlich aufdrehen. Und seinen Spaß haben. Das ist natürlich immer ganz praktisch, wenn man ein Smartphone dann auch einen Equalizer drin hat, um mal erstmal ein bisschen nachzuregulieren. Denn unterschiedliche Smartphones hat man manchmal ein bisschen unterschiedliche, ja, eine unterschiedliche Ausgabe. Und da ist ein Equalizer auf jeden Fall sehr praktisch. Tja, viel mehr gibt es zu der Box jetzt hier nicht zu sagen. Es ist halt eine Bluetooth-Box. Ich finde die Idee hier mit der kleinen Lightshow nicht schlecht. Man muss aber dazu sagen, dass wenn es wie mein Studio hier hell erleuchtet ist, was ja auch Sinn und Zweck meiner ganzen Studiobeleuchtung hier sein soll, dann hat man von den LEDs da jetzt nicht so viel Spaß. Wer jetzt aber zum Beispiel ein paar Freunde einlädt oder sowas, ne, abends und sich dann ordentlich betränkt mit allem, was da ist, ne, denke ich mal, macht das dann schon was her, wenn das dann halt die ganze Zeit so leuchtet. Auf jeden Fall ist das ein kleines Schmankerl. Man kann es auch abschalten, wenn es einen dann halt nervt. Also ich sag mal, jetzt bei einer 50-Euro-Box ist das jetzt nicht so das Drama, wenn man dann sagt, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Man kann im Übrigen auch hier nochmal manuell von Bluetooth auf den AUX-Eingang umschalten, aber normalerweise braucht man das nicht, denn der registriert das auch von alleine, wenn jetzt kein, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Smartphone hier per Klinke anschließe und dann hier Bluetooth deaktiviere, dann checkt er das auch von alleine, dass hier nur ein Signal über einen Eingang reinkommt und gibt dann automatisch das Signal über den Klinkeneingang. Wieder lasse ich Bluetooth aktiviert, dann natürlich dementsprechend kommt das Ganze über Bluetooth an. Aber man kann es halt auch nochmal manuell umschalten mit der M-Taste. Rein soundmäßig überzeugt die auf jeden Fall in dem Preisbereich. Jetzt auswählende Materialien, gut, klar, ist hier keine Xiaomi-Box, sage ich jetzt mal. Das ist dann halt für, haben wir ja vorhin schon festgestellt, ein reines Plastikgewand. Ist aber aufgrund der LED-Beleuchtung hier natürlich Pflichtprogramm, dass das Ganze hier so transparent ist. Finde ich eine coole Idee. Im Übrigen, die Bassleistung finde ich ja auch echt vernünftig. Das finde ich bei einer Box, gerade wenn man Musik hört, ja auch wichtig. Verarbeitung habe ich keine Mängel festgestellt. Ne? Das Einzige, was ich halt hier negativ in Anführungsstrichen finde, ist, man hätte den Sockel hier wirklich komplett aus Aluminium machen können. Wäre ja noch ein bisschen wertiger gewesen. Aber das Wichtigste sollte ja eigentlich der Sound sein. Und das ist absolut in Ordnung, absolut vernünftig. Bluetooth hat auch ziemlich zuverlässig funktioniert. Unten die Gummifüße sorgt dann auch für einen sicheren Stand. Jetzt im Moment nicht, weil die Folie noch drauf ist, aber zumindest, wenn ich sie abmachen täte. Kauflink findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und das soll es auch schon gewesen sein. Hier von der kleinen Bluetooth-Box von Illigiant. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ignoriert das Video, so wie es ist. Und wir sehen uns zum nächsten hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.